Bereit zum App-Heben? Das Frauenmagazin Miss will hoch hinaus und launcht eine neue App. Das Internet ist aus unserem Alltag ja gar nicht mehr wegzudenken. Sogar mein Tom Jones, der über 70 ist, ist interaktiv unterwegs. Und wenn es ein über 70-Jähriger schafft, dann kann das jeder. Man kann in der heutigen Zeit ganz leicht von Österreich aus die ganze Welt bereisen, wenn man einfach nur sich ins Netz klickt und schaut, was da so abgeht. Also ich lebe eigentlich im Internet. Das Erste, was ich mache in der Früh, Handy, Instagram. Und wenn ich schlafen gehe, das Letzte, was ich mache, ist gute Nacht tweeten. Ja, das Web gehört einfach dazu. Dort passiert es aber auch schnell mal, dass man es mit der Ehrlichkeit nicht ganz so genau nimmt. Ich bin auf Twitter, das ist beruflich meine Hauptplattform. Und dort sind ja alle ehrlich, oder? Grundsätzlich ist es nie gut, auf Social irgendwie zu lügen oder Schwindereien zu machen, weil aufgrund der Community, weil sie heutzutage im Internet ist alles trackbar, alles nachvollziehbar. Und da kommt es halt relativ blöd rüber, wenn man auf der einen Seite irgendwas postet, dass ich jetzt gerade irgendwo am Strand bin und irgendwelche anderen Leute sehen auf dem nächsten Post, dass es gerade von Wien kommt. Ein bisschen darf man vielleicht sich schon präsentieren von der Schokoladenseite, aber man sollte sich trotzdem treu bleiben. Ich glaube, man sollte prinzipiell aufpassen, was man von sich ins Internet stellt, weil es ja dann doch immer da sein wird. Es ist eben nicht alles fürs Netz bestimmt und das ist auch gut so. Ich habe zwar wirklich nette Follower, ich habe viele tolle Beziehungen aufgebaut, digitale Beziehungen, aber so das direkte Feedback, meine wahren Freunde, die mir ganz, ganz direkt was ins Gesicht sagen, das ist schon der Unterschied zur digitalen Welt. Wenn man sich mit Freunden trifft, Wellness ist ganz gut, wenn man offline ist. Sport machen natürlich geht halt online nicht wirklich. Also wenn ich selbst am Motorrad sitze, ja, dann ist das beste Video von Motorradfahrern niemals kommt in die Nähe dessen, wenn man selbst oben sitzt und selbst fährt. Die Sahnehäubchen im Leben gibt's eben offline. Aber halt mal, Sahne oder Schlagobers? Wir sind Kärntnerinnen, also auf jeden Fall Schlagobers. Ja, dem stimme ich zu. Eher Schlagobers, aber wenn etwas das i-Tüpfelchen ist für jemanden im Leben oder im Alltag, dann beschreibt man das als Sahnehäubchen und nicht als Schlagobers-Batzen. Deswegen Sahnehäubchen. Mein Sahnehäubchen ist ja ein durchaus internationaler Begriff. Das ist so eine Art Schlagwort geworden für all die guten Dinge im Leben. Wie zum Beispiel die neue Miss-App. Da braucht man ja gar kein Printmagazin mehr. Natürlich, in der Vergangenheit hat Print überwogen. Online wächst immer mehr. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass der Printbereich immer einen gewissen Anteil behalten wird. Ich bin ja so der Mensch, der noch immer eine Zeitung braucht oder ein Magazin braucht. Ich rieche auch gern daran, an der Druckerschwärze und ich blätter einfach auch gern. Und ich finde, das ist ein schöner Moment, wenn du mal im Laufe des Tages Zeit hast, dir ein Heft bewusst nimmst und in Ruhe genießt. Und online ist einfach schnell zwischendurch, ja? Immer up to date sein, sich nichts entgehen lassen. Und ich finde, es ist die perfekte Ergänzung. Die App ist eben einfach das Sahnehäubchen der Miss Community.